Hacking Yourself Teil 5. Achtsamkeit und Recycling. Übungen geleiteter Aufmerksamkeit. Der Vortrag ist etwa eine halbe Stunde lang. Es ist recycelt von Material, was ich auf der AGD 2R gezeigt habe und durch Feedback und erweitert und verbessert habe. Ein kurzer Überblick. Ich gebe euch eine Einführung zum Thema Achtsamkeit, eine Demo, dann diskutieren wir das, Details im Hintergrund, eine zweite Demo und dann Erkenntnisse und Schlüsse. Einführung. Die Motivation dahinter, diese Achtsamkeitsvortrag, diesen Achtsamkeitsvortrag und diese Reihe zu machen, war, dass ich große Probleme mit Aggression hatte und Schmerzsymptomatiken, vor allem von Spannungen. Dabei hat es mir sehr geholfen, Perspektiven zu ändern. Dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Da schwimmen zwei junge Fische ihres Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, wie ist das Wasser so? Die zwei jungen Fische schwimmen kurz weiter und schließlich schaut der eine den anderen an und sagt, was zum Henker ist Wasser? Wir sehen oft den Wald vor Bäumen nicht. Es ist schwer zu sehen, was direkt vor einem ist. Und das sind wir im Prinzip. Also jeder für sich selbst. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit ist einfach und unkompliziert. Es ist eine Art und Weise, die Aufmerksamkeit auf all das zu lenken, was vom Moment zu Moment geschieht. Achtsamkeit ist ein Werkzeug zur Hilfe bei Veränderung. Ein Introspektionswerkzeug. Man kann sich das analog vorstellen zum Logging oder Debugging bei Systemen. Beim Logging stellt man sich die Frage, was ist passiert? Was kann ich mit diesem Wissen machen? Beim Debugging, was passiert gerade und wie funktioniert das? Ich will euch zeigen, wie man Achtsamkeit geschickt handhaben kann. Zuallererst ist dazu die Körperhaltung wichtig. Traditionell werden für die Achtsamkeit 4 Körperhaltungen verwendet. Das Sitzen, das Stehen, das Gehen und das Liegen. Es ist hierbei wichtig, gerade zu sitzen. Für die richtige Sitzposition kann man sich Folgendes vorstellen. An deinem Kopf ist in Verlängerung des Rückgrates eine Schnur befestigt. Diese Schnur wird gen Himmel gezogen. Das streckt dich. Dann lässt du die Schultern fallen. Am besten verwendet man hierbei keine Stuhllehne, weil es einfacher ist, diese Position aufrechtzuerhalten. Der Fokus hierbei liegt auf dem Atem. Dass das individuell bedeutet, kann Folgendes sein. Zum Beispiel der Fokus auf die Nase, auf die Luftströmung an den Nasenlöchern. Auf den Brustkorb, wie er sich ausdehnt oder zusammenzieht. Oder auf den Bauch, wie er sich hebt und senkt. Hierbei beobachtet man. Und wichtig ist, man beobachtet ohne zu werten. Das hilft einem, ein Gleichgewicht wiederzufinden zwischen Erfahren und Denken, zwischen Bewusstsein und Intuition. Jetzt möchte ich euch das mal selbst ausprobieren lassen. Wir machen einen kurzen mentalen Rundgang. Für die Demo brauchen wir ungefähr 5 Minuten Ruhe. Schaltet bitte eure Geräte auf lautlos, stellt eure Füße auf den Boden und sitzt mehr oder weniger gerade, aber bequem. Legt eure Hände offen in den Schoß. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die Augen schließen. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz, auf die Mitte deiner Brust. Denke an Dinge, für die du dankbar bist. All jene Dinge, die du als angenehm empfindest.
denke an Menschen, für die du Liebe empfindest. Lass alle Gedanken los und beobachte deinen Atem, wie er in dich hinein und wieder herausströmt. Während du deinen Atem beobachtest, wirst du feststellen, dass er langsamer und langsamer wird. Jetzt kannst du deinen Atem bewusst weiter verlangsamen. Atme langsamer und tiefer. Richte dein Bewusstsein auf dein Herz. Versuche deinen Herzschlag als Geräusch oder als Empfindung im Körper wahrzunehmen. Konzentriere dich und versuche deinen Herzschlag zu hören oder zu fühlen. Bewege jetzt deine Aufmerksamkeit und deinen Herzschlag von deinem Herz in deine offenen Hände. Schau, ob du deinen Herzschlag in deinen Händen, deinen Fingerspitzen spüren kannst. Deine Hände erwärmen sich. Schau, ob du Wärme, Kribbeln oder Pochen in den Händen spüren kannst. Fühle jetzt deinen Herzschlag in deinem Gesicht. Erhöhe den Blutfluss in deinem Gesicht. Spüre die Wärme in deinen Backen. Taste in Gedanken deine Gliedmaßen, deinen ganzen Körper ab. Deine Füße, deine Beine, deine Knie, deine Hüften, deine Schultern, deinen Nacken. Richte dein Bewusstsein auf deinen Bauch, auf deine inneren Organe. Auf deine Lungen, während sie sich ausdehnen und wieder zusammenziehen. Kehre zurück zu deinem Herzen. Entspanne dich in deinem Körper. Und lasse dir Zeit damit, deine Augen wieder zu öffnen. Diskussion. Meldet euch einfach per Handzeichen, wenn eine Frage auf euch zutrifft. Wie viele von euch konnten den eigenen Herzschlag wahrnehmen? Das sind fast alle.
Wie viele von euch konnten den Herzschlag in die Hände verlagern? So. Zwei Drittel etwa? Als ihr das getan habt, habt ihr euren Blutfluss gelenkt. Der Effekt ist ungefähr der eines Medikaments zur Senkung des Blutdrucks, die ja bei 80% der Menschen mit Bluthochdruck genommen werden. Wie viele von euch konnten den Herzschlag in die Backen verlagern? Ah, das sind ganz wenige. Ja, das soll nicht sein. Durch Übung kann man das Gehirn umverdrahten. Jeder kann lernen, seine Reaktionen aktiv zu moderieren, ohne sie zu unterdrücken. Wenn jemand akut Unterstützung beim Experimentieren braucht, helfe ich auch gerne persönlich. Details und Hintergrund. Die Grundvoraussetzung für die Achtsamkeit ist Offenheit. Offenheit ist die geistige Haltung, neue Informationen nicht von vornherein abzulehnen, selbst wenn sie erst einmal mit deiner Weltanschauung oder Perspektive in Konflikt stehen. Das Fundament der Achtsamkeit ist das Körpergefühl, also der Sinn und das Gefühl für Position und Haltung des Körpers. Als Beispiel, wenn ihr euren Arm nehmt und bewegt, dann ändert sich nicht nur die Position eures Armes, sondern eine Repräsentation der Position eures Armes im Kopf. Und nicht nur das Gefühl, was ihr habt an der Oberfläche des Armes, sondern auch ein Gefühl in der Tiefe, im Inneren des Armes. Das ist das Körpergefühl. Auf diesem Fundament aufbauend verwendet die Achtsamkeit gewöhnlich zwei Elemente, nämlich den Fokus und das Benennen oder Etikettieren oder Labeln. Im Fokus ist jenes, worauf du die Aufmerksamkeit lenkst, zum Beispiel die Atmung. Die ist praktisch, wenn man die immer dabei hat. Es ist dabei hilfreich, den Fokus sanft, aber bestimmt aufrechtzuerhalten. Man kann den Fokus auch auf Sinneseindrücke oder Gedanken lenken. Beim Benennen verhält es sich ähnlich wie eben in der Demo mit den Gliedmaßen. Man findet griffige Namen für das Erlebte, das macht das Wiedererkennen einfacher. Zum Beispiel für Emotionen und Gefühle, für Sinneseindrücke, für Gedanken und Muster. Als Beispiel, wenn man anfängt zu meditieren, tritt es besonders häufig auf, dass man sich dafür scheltet, wenn man unkonzentriert ist, wenn man abschweift. Das ist ganz normal, dass man abschweift. Das passiert jedem, auch jemand, der das seit 50 Jahren macht oder sein ganzes Leben schon. Stattdessen ist es geschickter, sich zu freuen, dass man aufwacht. Also, dass man aus dem abwesenden Zustand in einen bewussten Zustand übertritt. Jedes Mal, wenn man merkt, oh, ich war unkonzentriert, ist man schon wieder achtsam. Diese Selbstkritik wird oft als Saboteure oder innere Kritiker bezeichnet. Und sie zieht sich durch unser ganzes Leben. Achtsamkeit hilft beim Bewältigen, denn vieles verdrängen wir. Mit Achtsamkeit können wir es sehen und loslassen und besser bewältigen. Wenn man übt, bekommt man so indirekten Zugang zu Unterbewusstem. Die Konzentration auf sensorische Eindrücke hilft einem, Zugang zu Strukturen zu bekommen, mentalen Strukturen, die man sonst nicht so leicht sieht. Mit Übung entwickelst du ein Gefühl dafür, zum Beispiel, wo eine Verspannung herkommt, welche Emotionen oder Bedürfnisse nicht wahrgenommen wurden oder nicht erfüllt wurden und dann eine Verspannung zum Beispiel verursachen. Bei der Atmung wird traditionell nicht bewusst eingegriffen. Man verändert sie nicht. Allerdings haben die meisten Menschen, vor allem in der westlichen Welt, sich eine flache Atmung angewöhnt. Ich empfehle eine kombinierte Brust- und Bauchatmung. Wer sich genauer dafür interessiert, kann meine chaotische Viertelstunde Teil 3 Atmung anschauen. Sie ist auf der Website. Es gibt auch Nebenwirkungen von Achtsamkeitstechniken. Zum Beispiel, wenn man auf diese Art
an sich arbeitet, dann kriegt man Zugang zu verschütteten Emotionen, dem von mir sogenannten emotionalen Rucksack. Wenn man diesen öffnet, legt man eventuell alte Verletzungen frei und das kann erstmal sehr wehtun. Sehr selten bei intensiven Meditationen sind Störungen des Ich-Erlebens oder des Ich-Bewusstseins. Aber warum macht man Achtsamkeit? Was sind die Mittel des langfristigen Vorzüge? Achtsamkeitsbasierte Techniken helfen, Angst, Depression, Stress und Schmerzen zu verringern. Achtsamkeit hilft dabei, die körperliche, psychische Gesundheit und die Lebensqualität zu verbessern. Hierzu gibt es viele Techniken und Varianten, sowohl klassische als auch moderne. Klassische sind zum Beispiel Vipassana oder Erkenntnismeditation und Metta oder liebevolle Güte. Metta ist das, was wir ganz am Anfang von der Demo gemacht haben, dass wir uns auf Sachen, die uns erfreut haben, konzentriert haben und auf Menschen, für die wir Liebe empfinden. Es gibt moderne Varianten wie emotionale Befreiung. Links findet ihr in den Folien. Das ganze Vorgehen kann einem helfen, sich selbst besser zu verstehen. Wenn du deine Gedanken verstehen willst, setze dich hin und beobachte sie, ist eines der Zitate. Zentral ist das Üben und Wiederholen. Dabei drängt sich leicht das Gefühl auf, Zeit zu vergeuden. Allerdings ist es wie beim Krafttraining. Wenn man das regelmäßig macht, dann hat man sozusagen mentale Muskeln. Die Regelmäßigkeit bereitet einen für Anstrengungen im Leben vor. Mit Achtsamkeit kann man das moderieren, was wir in unserem Kopf ständig wiederholen. Zum Beispiel wie eben die Sache mit dem der Selbstkritik bei der Meditation. Man kann es lernen, sie abzulegen. Wir wissen oft, wie man in einer Situation geschickt handeln kann. Aber wir handeln intuitiv anders, als es gut wäre, sodass Menschen zum Beispiel darunter leiden. Und wenn wir mit Achtsamkeitstechniken arbeiten, können wir immer näher an dem Ereignis bewusst arbeiten. Denn viele von uns wiederholen ständig Selbstkritik, wie ich bin schlecht, die anderen sind schlecht oder die Welt sind schlecht. Und dieses Wiederholen von negativen Sachen ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Denn was immer du wiederholst, das wirst du. Oder die Hebbsche Lernregel, Neuronen, die zusammen feuern, verdrahten sich. So kann man von abstrakten Ideen wie Änderungswünschen am Verhalten oder Denken zu direkten Erfahrungen dieser kommen und ins intuitive Denken überführen. Diese Routine funktioniert am besten, wenn man sie in andere Gewohnheiten einbaut, wie zum Beispiel direkt nach dem Aufwachen oder Aufstehen oder beim Busfahren oder vor dem Schlafengehen. Eine Alternative zu diesen Zeitblöcken, den Achtsamkeitszeitblöcken, ist sensorische Achtsamkeit für ein paar Atemzüge. Zum Beispiel beim Händewaschen, beim Duschen oder Spülen. Zum Beispiel für 3 Atemzüge, während das Wasser über den Körper oder die Hände plätschert. Auch sehr gut sind Kombinationen mit körperbetonten Übungen wie Yoga, Tai Chi, Qigong oder asiatischen Selbstverteidigungstechniken. Kommt eine zweite Demo. Diese Demo ist ein Beispiel für eine klassische Achtsamkeitsmeditation. Für die Demo brauchen wir wieder 5 Minuten Ruhe. Und ich bitte euch, die Geräte auf lautlos zu stellen. Fange damit an, dich bequem, aber entspannt in einer aufrechten Position hinzusetzen. Versuche dem Instinkt zu widerstehen, dich zu krümmen oder zusammenzusacken, nicht mehr gerade zu sitzen.
kannst deine Augen schließen. Deine Hände im Schoß falten. Richte nun deinen Fokus sanft auf den Kontakt deines Körpers mit dem Stuhl, auf dem du sitzt. Fühle den Druck, das Gewicht und die Wärme. Spüre, wie du in diesem Körper bist, in diesem Moment, gegenwärtig und aufmerksam. Lenke nun sanft deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Spüre die Gefühle, die der Atem verursacht, während er in den Körper hineinfließt und ihn wieder verlässt. Achte darauf, wie deine Brust und dein Bauch sich heben und senken, während du atmest. Spüre das Gefühl an den Nasenlöchern beim Einatmen und beim Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Lasse deinen Atem natürlich fließen. Es ist nicht nötig, ihn zu manipulieren oder zu kontrollieren. Lasse die Aufmerksamkeit liebevoll und stetig sein. Weich und genau. Entspannt, aber fokussiert. Wie eine Mutter, die Bewegungen ihres kleinen Kindes beobachtet. Wenn deine Aufmerksamkeit abschweift und deine Gedanken sich verlieren, bringe sie sanft wieder zurück zu den Sinneseindrücken des Atems. Genau. Entspannt, aber fokussiert. Gegenwärtig und aufmerksam. Keine Anstrengung oder Anspannung. Gedanken und Gefühle kommen und gehen auf natürliche Art und Weise, wenn du weiterhin sanft deine Aufmerksamkeit auf dem Atem ruhen lässt. Lass den Atem im Vordergrund sein. Gedanken und Gefühle kommen und gehen im Hintergrund. Es ist nicht nötig, diese Erfahrung auf irgendeine Art und Weise zu verändern. Lass sie so einfach so sein, wie sie ist. Nun lasse deine Meditation langsam los und kehre zurück zu einer alltäglichen Aufmerksamkeit. Wenn du magst, kannst du jederzeit in diesen Zustand zurückkehren und deine Aufmerksamkeit auf dem Atem ruhen lassen.
die gleiche Art von achtsamem Bewusstsein kannst du auf alles richten, was du den Tag über tust. Erkenntnis und Schlüsse. Achtsamkeit kann man als Plattform betrachten. Man kann damit Grundlagen legen für Veränderungen im Verhalten zu einem selbst oder zu anderen. Man lernt damit Moderation und die Moderation wird langsam, aber sicher zeitlich näher am Ereignis und Gefühl möglich. Hierzu sieht man, was passiert, betrachtet es und lässt es los. Es hilft hierbei, die Sichtweise zu verändern und zum Beispiel das Passiv für Formulierungen zu verwenden, wie von ich habe Angst zu da ist Angst. Oft wird bei Achtsamkeitstechniken losgelöst vom buddhistischen Ursprung der ethische Aspekt unterschlagen. So stellt sich leicht eine Gleichgültigkeit ein. Zum Beispiel ein Manager, der sich mittels Achtsamkeit entspannt und ihm ist es dann egal, was er mit seinem Handeln anrichtet, weil er die Gewissensbisse loslassen lernen kann. Es hilft, gleichmütig zu sein, entgegengesetzt der Gleichgültigkeit. Die Gleichmütigkeit hingegen ermöglicht dir einen stabilen Stand in der Welt. Du siehst das eigene Leid und das andere. Du akzeptierst es, aber du schreckst nicht mehr so leicht davon zurück. Und du kannst es loslassen. So ist es einfacher, zu versuchen, zu helfen. Denn wahre Freiheit ist, entscheiden zu können, wem oder was du deine Aufmerksamkeit schenkst. Fazit. Achtsamkeit ist simpel, aber nicht einfach. Du übst nicht die Achtsamkeit selbst, sondern dich zu erinnern, aufzuwachen. Dich zu erinnern, achtsam zu sein. Es ist kein Glaube dafür nötig. Vielmehr probiert man einfach das aus, was einem interessant vorkommt und schaut, ob es für einen funktioniert. Interesse, sich selbst zu erfahren, zu erforschen, ist hier sehr hilfreich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne Fragen stellen und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Die Art der Umformulierung, also von ich habe Angst zu der besten Angst, ist das nicht eine Art Distanzierung von der Emotion? Ja, definitiv. Weil, so? Will man nicht eher eine bessere Beziehung zu seinen Emotionen kriegen, im Sinn von, dass man sich sie besser versteht, ist da Distanzierung nicht Das könnte so wirken und wenn du Abstand nimmst, um davon wegzukommen, ist es definitiv richtig. Aber was du machst, ist Abstand zu bekommen, um Überblick zu bekommen. Und in dem Fall ist es zum Beispiel so, du kannst auf diese Art dann lernen, die gesamten Aspekte, in dem Fall der Angst, zu betrachten, statt in der Angst zu ersticken oder zu baden oder das Gefühl zu haben, dass die Angst dir bis zum Hals oder sogar über den Kopf steht, entwickelst du eine Art von Abstand und Metakognition, eine Art Vogelperspektive, aus der du mit Abstand die Angst und ihre Zusammenhänge besser betrachten lernen kannst. Sonst keine Fragen? Ich würde sagen, ich beachte, dass man Wörter verwendet. Das ist auch eine Vereinfachung, wenn man nach innen schaut. Sicher, ja. Es kann sehr leicht passieren, dass man, wenn man Begriffe verwendet, denkt, ah ja, das kenne ich schon. Ja. Es kann sehr leicht passieren, dass das einsetzt, was die meisten Menschen machen, das Schubladendenken. Das ist ein Hund, ich habe schon mal einen Hund gesehen, das ist nicht wichtig. Ja? Oder ein Auto oder sowas. Ja? Und wenn es in dem Fall nicht wichtig ist, ist es okay. Ja? Aber es gibt durchaus Situationen, wo das wichtig sein kann, wo sich halt hinter diesen Wörtern Sachen verstecken, die man vereinfacht. Das Standardbeispiel, was in den Lehren verwendet wird, ist, wenn man zum Beispiel jetzt bei Nacht zum Himmel hinaufschaut und nicht die Lichtverschmutzung so groß ist wie hier im Moment, dann sieht man den großen Wagen als Sternbild. Aber der große Wagen existiert nicht. Es ist nur ein Begriff, den Menschen gefunden haben für ein Muster,
von Sternen am Himmel. Und auch Sterne ist ein Begriff für einen Lichtpunkt am Himmel, der, über den sich die meisten dann nicht genauer Gedanken machen. Und so zieht sich das durch das ganze Denken der Menschen, dass man Sachen in Kategorien steckt und sich nicht bewusst ist oder nicht mehr bewusst ist, dass man das tut. Und da kommen sehr viele Probleme her, dass man eben Sachen verallgemeinert. Und beim Sternbild ist das Problem geringer, auch wenn natürlich Menschen dazu tendieren, zu sagen, ah ja, das ist ein Sternbild und das hat irgendwelche mystischen Kräfte oder sowas. Ja? Und da fängt es dann an, sehr problematisch zu werden. Ja? Weil man dann Sachen, die keine Realität haben, an Sachen hängt, die einen Bezug zur Realität haben. Und so verliert sich das. Absurden. Ich wollte auf das hinaus, was ich empfinde zum Beispiel, das ist jetzt lange her, aber das, was man Traurigkeit nennt, wenn man Licht sieht, dann sieht man eigentlich die. Und ich wollte sagen, also es geht um die, dass man im Innen eigentlich keine gesprochene Sprache vielleicht, also ich zumindest mache das, ich versuche das zu vermeiden, dass man mit der Sprache dann im Innen sich auseinandersetzt. Weil man sieht sozusagen viel klarer, wenn es im Innen dunkel ist und dann ist das alles, das ist wie ein Vorhang, das ist wie ein Background, wo man dann die anderen Emotionen laufen lässt. So habe ich das nie betrachtet. Eine Frage gestellt, aber ich würde natürlich gerne die längerfristigen Aspekte von Achtsamkeit tatsächlich einfach mal unterstreichen. Ich selbst versuche mich an Achtsamkeit jetzt seit 2-3 Jahren zu umdrehen. Und ich muss selbst halt sagen, dass es mir auch gerade im Studium echt viel geholfen hat. Also ich habe mittlerweile fast jeden Abend für die Zeit, wo ich mir gesündlich die Zeit, die es halt einfach dann anpasst, nehme, um auch eben über Überatmungen wieder ein bisschen mehr zu mir zu finden, vor allem jetzt aber mal eine Woche lang stressig ist. Und das hilft mir massiv, natürlich auch in längerer Zeit fokussiert zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, wächst alles über den Kopf, sondern einfach auch immer so ein Gefühl von Distanziertheit zu dem ganzen Stress. Also wer wirklich probiert, wo es hat, die möge das Herz gelegt sein, das ist irgendwie eine ganz gute Sache. Ja, und es gibt, wie gesagt, es gibt viele Techniken, also für jeden lässt sich da was finden und es gibt auch sicher manche Menschen, für die das nicht so geeignet scheint, die das Gefühl haben, dass das nicht das Richtige für sie ist und das ist vollkommen okay. Ja? Also es ist total individuell, was da gut ist und was da schlecht ist. Ich mache das auch schon seit ein paar Jahren und es hilft mir unglaublich. Zum Beispiel, früher wäre ich total in Panik ausgebrochen, als ich wie vorhin den Faden verloren habe. Stattdessen habe ich einfach einen Schritt zurück gemacht und mich wieder beruhigt und mein Faden wieder gesucht und gefunden. Ja. Also, ich will niemanden aufdrängen, aber es ist wirklich hilfreich. Ja. Noch Fragen? Ja? Ich hätte eine am Anfang von der Übung, wo wir uns aufs Herz konzentrieren sollten, und dann also Bilder von Menschen, die wir gerne haben und sonst ins in den Kopf gelegt wurden. Ich verstehe nicht ganz genau, was da passieren soll. Ich verstehe Achtsamkeit halt auf dieser Weise im Augenblick sein, sich zu fokussieren. Ich merke eigentlich eine Ablenkung. Ich habe mich das auch gefragt, die Übung habe ich verändert, die ist nicht von mir selber, die steht auch in Quellen, wo die her ist. Was ich vermute, dass damit beabsichtigt wurde, deswegen habe ich es auch drin gelassen, ist, dich in einen bestimmten Zustand zu bringen, der Güte. Ja. Das ist also, wenn man diesen Zustand ausbaut, dann, wenn man den konzentriert übt, dann nennt es eben, wie ich vorhin gesagt habe, Metta oder liebevolle Güte. Ja. Und das hilft sehr dabei, besser über Menschen zu denken, besonders über Menschen, die einem schaden oder geschadet haben. Und das wird den Menschen erstmal, das wird keine Veränderung bei diesen Menschen verursachen.
Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, deine Einstellung zu verändern. Du fängst an bei Meta damit, dass du dich auf Menschen konzentrierst, die für die Liebe empfindest, die dir Gutes getan haben. Dann übst du weiter nach einiger Zeit mit Menschen, die für die du neutrale Gefühle hast. Das übliche Beispiel in der Literatur und in den Lehren ist eine Putzkolonne. Ja? Für die hast du gewöhnlich keine besonderen negativen oder positiven Gefühle. Ja? Und dann gehst du über zu Menschen, die dir aktiv geschadet haben oder die dir Unrecht getan haben. Und das ist unglaublich, unglaublich hilfreich. Ja? Weil am Anfang ist es furchtbar schwer. Ja? Aber dadurch, dass du eben diesen Hass und diese Abneigung gegenüber Menschen, die sehr negativ für dich belegt sind, dass du daran arbeitest, dass du es ablegst, das ist ja alles in dir. Ja? Und in gewisser Weise wuchert das in dir. Ja? Durch dass du es loslassen kannst, entwickelst du halt eine viel tiefere Ruhe, eine viel positivere Einstellung zur Welt. Es ist schwer, über so Sachen zu reden, ohne esoterisch zu werden oder so. Noch irgendwelche Fragen? Dann schließe ich das hier und ihr könnt mir auch gerne E-Mails schreiben, Fragen stellen, Chat.